Nach gefühlten 3000 Jahren ist es bald endlich soweit. Mit Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir erscheinen die Remakes der dritten Pokémon-Generation. Das bedeutet Baumhausen City und noch viel coolere Geheimbasen in 3D. Das wird einfach großartig. Und um die Wartezeit ein wenig schöner zu gestalten, werfen wir in dieser Folge von Beta Mysteries einen Blick auf die Beta von Pokémon Rubin und Pokémon Saphir. Die Entwicklung von Pokémon Rubin und Saphir brachte eine große Umstellung mit sich. Das ehemals 31-köpfige Entwicklerteam bestand jetzt aus 57 Leuten und wurde nicht mehr vom Pokémon-Erfinder Satoshi Tajiri geleitet, sondern von Junichi Masuda, dem Komponisten der Pokémon-Musik, weshalb es auch einige größere Änderungen geben sollte. Zum einen sollte der Spieler mehr als 6 Pokémon im Team haben und zum anderen sollten die jeweiligen Pokémon viel mehr als nur 4 Attacken lernen können. Diese Ideen wurden jedoch später verworfen, woraufhin die Entwicklung der neuen Pokémon-Generation unter dem Titel Pokémon AGB und GBA begann. Zu dieser Zeit wurden auch die ersten Artworks der neuen Pokémon angefertigt. Die erste Skizze zeigt den Feuerstarter Flamly in einer niedlicheren Form mit einer Eierschale, einem kleinen Federkranz und 2 federartigen Dingern, die Ohren darstellen sollen. Die zweite Flamly-Zeichnung sieht eigentlich wie die finale Version aus, bis auf die 2 Ohren anstelle des einen Federschopfes. Dann gibt es noch Konzeptart von Gekkabor, wo ich mich frage, was dieses Ding da unten rechts bitteschön darstellen soll. Eine ziemlich schlechte Sockenpuppe? Oder doch der Hilferuf eines gequälten Pokémon-Designers? Das ist eindeutig ein Fall für Ayman Abdallah und Galileo Mystery. Außerdem gibt es ein Beta-Design von Latias, was mehr nach einer Fusion aus Latias und Logok aussieht als die heutige Version. Als letztes Artwork habe ich eine Groudon-Skizze für euch, wo aber bis auf dieses komische Auge hier kaum etwas verändert wurde. In einer Ausgabe des Nintendo Power Magazines wurde außerdem bekannt gegeben, dass Shalelos und Gastrodon aus Diamant und Perl bereits in Rubin und Saphir vorkommen sollten. Die leicht veränderten Beta-Sprites befinden sich sogar im Gamecode der beiden Spiele. Neben diesen 2 unbenutzten Sprites lässt sich noch eine unbenutzte Stadt mit dem Namen Gold Silver Demo One finden. Abgesehen von dem recht zufälligen Namen ist in dieser Stadt eigentlich alles vorhanden. Wofür braucht man nämlich ein Pokémon Center oder einen vernünftigen Hintergrund, wenn man auch alle wichtigen Trainer da hat? Der nervige kleine Junge, der einen jedes Mal anruft, wenn sein Radfratz ein Level höher geworden ist. Der dumme Bergsteiger, dessen Georock sich immer selbst in die Luft jagen. Und die blöde Aromalady, deren Knilz mich mit Stachelspore auch heute noch aufregen. Und links in der oberen Ecke ist so ein komisches Maschinenteil. Des Weiteren befindet sich in der deutschen Debug-Version von Pokémon Rubin ein frühes Design der Route 104, die lediglich aus Unmengen von Bäumen besteht. Interessanterweise sind 3 Eventpunkte auf bestimmten Bäumen eingetragen. Das erste Event enthält den Text "This is a sample message" und ist somit nur ein Platzhalter. Das zweite Event spricht von einer Special Area Churipu. Churipu ist das japanische Wort für Tulpe und die Beschreibung des Events sagt, dass der Spieler zu einer Blumenwiese geführt werden sollte, um dort das Pokémon ... anzutreffen. Eventuell könnte das ja die Idee für das Shaymin Event in Diamant und Perl gewesen sein, wo man Shaymin auf einer großen Blumenwiese findet. Das dritte Event ist im Gegensatz zu den anderen beiden komplett merkwürdig. Der Spieler sollte ein etwas abgeändertes Team Aqua-Mitglied treffen und je nach Geschlecht sollten verschiedene Dialogboxen auftauchen. Spielt man als Briggs, sagt der Team Aqua-Typ folgendes: "Du willst mich besiegen? Versuch es doch, deine Eier sind eh nicht groß genug." Falls man als Maike spielt, wird der Text aber noch skurriler. "Du hast schlimme Sachen getan. Du hast deine großen Dinger freigesetzt. Jetzt musst du ins Gefängnis." Heißt das, Maike hat irgendwelche Verbrechen begangen, ihre Brüste freigesetzt und muss dafür ins Gefängnis? Das ist zumindest das Sinnvollste, was ich mir zusammenreimen konnte.
Weg vom Verrückten hin zu etwas ziemlich Coolem. Ebenfalls in der deutschen Debug-Version vorhanden ist ein Editor, mit dem man die Farbe seiner Pokémon ändern kann. Wer von euch wollte denn nicht schon immer mal ein pinkes Carpador haben? Zu guter Letzt lassen sich in einem Fähigkeiten-Editor zwei unbenutzte Fähigkeiten finden. Zum einen gibt es die Fähigkeit Energieaufladung, die genau wie Lärmschutz vor Soundattacken schützt. Und zum anderen gibt es die Fähigkeit No Ability, die wie der Name schon sagt, überhaupt nichts bringt. Das war's aber auch erstmal von der Beta von Pokémon Rubin und Pokémon Saphir. Alles in allem ist die dritte Pokémon-Generation trotz der kleinen Designänderung einfach großartig. Und wer weiß, vielleicht bekommen wir ja eines Tages die restlichen Ideen in einem zukünftigen Pokémon-Spiel zu sehen. Ja, meine lieben Freunde von obskuren Events, das war's von der 6. Episode von Beta Mysteries. Wenn's euch gefallen hat, dann würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr mehr Beta wissen wollt, gelangt ihr Links zur letzten Episode Beta Mysteries über Super Smash Bros. Melee. Und falls ihr euch für die Beta-Version der 5. Pokémon-Generation interessiert, klickt einfach auf das rechte Video. Wenn ihr Ideen für die nächste Episode habt, dann schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich aber sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute! Nach gefühlten 3000 Jahren ist es bald endlich soweit. Mit Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir erscheinen die Remakes der dritten Pokémon-Generation. Das bedeutet Baumhausen City und noch vier coolere Geheimbasen in 3D. Das wird einfach großartig. Und um die Wartezeit ein wenig schöner zu gestalten, werfen wir in dieser Folge von Beta Mysteries einen Blick auf die Beta von Pokémon Rubin und Pokémon Saphir. Die Entwicklung von Pokémon Rubin und Saphir brachte eine große Umstellung mit sich. Das ehemals 31-köpfige Entwicklerteam bestand jetzt aus 57 Leuten und wurde nicht mehr vom Pokémon-Erfinder Satoshi Tajiri geleitet, sondern von Junichi Masuda, dem Komponisten der Pokémon-Musik, weshalb es auch einige größere Änderungen geben sollte. Zum einen sollte der Spieler mehr als 6 Pokémon im Team haben und zum anderen sollten die jeweiligen Pokémon viel mehr als nur 4 Attacken lernen können. Diese Ideen wurden jedoch später verworfen, woraufhin die Entwicklung der neuen Pokémon-Generation unter dem Titel Pokémon AGB und GBA begann. Zu dieser Zeit wurden auch die ersten Artworks der neuen Pokémon angefertigt. Die erste Skizze zeigt den Feuerstarter Flamly in einer niedlicheren Form mit einer Eierschale, einem kleinen Federkranz und zwei federartigen Dingern, die Ohren darstellen sollen. Die zweite Flamly-Zeichnung sieht eigentlich wie die finale Version aus, bis auf die zwei Ohren anstelle des einen Federschopfes. Dann gibt es noch Konzeptart von Gekkabor, wo ich mich frage, was dieses Ding da unten rechts bitte schön darstellen soll. Eine ziemlich schlechte Sockenpuppe? Oder doch der Hilferuf eines gequälten Pokémon-Designers? Das ist eindeutig ein Fall für Ayman Abdallah und Galileo Mystery. Außerdem gibt es ein Beta-Design von Latias, was mehr nach einer Fusion aus Latias und Logok aussieht als die heutige Version. Als letztes Artwork habe ich eine Groudon-Skizze für euch, wo aber bis auf dieses komische Auge hier kaum etwas verändert wurde. In einer Ausgabe des Nintendo Power Magazines wurde außerdem bekannt gegeben, dass Shalelos und Gastrodon aus Diamant und Perl bereits in Rubin und Saphir vorkommen sollten. Die leicht veränderten Beta-Sprites befinden sich sogar im Gamecode der beiden Spiele. Neben diesen zwei unbenutzten Sprites lässt sich noch eine unbenutzte Stadt mit dem Namen Gold Silver Demo One finden. Abgesehen von dem recht zufälligen Namen ist in dieser Stadt eigentlich alles vorhanden. Wofür braucht man nämlich ein Pokémon Center oder einen vernünftigen Hintergrund, wenn man auch alle wichtigen Trainer da hat? Der nervige kleine Junge, der einen jedes Mal anruft, wenn sein Radfratz ein Level höher geworden ist. Der dumme Bergsteiger, dessen Georocks sich immer selbst in die Luft jagen.
und die blöde Aroma-Lady, deren Knilz mich mit Stachelspore auch heute noch aufregen. Und links in der oberen Ecke ist so ein komisches Maschinenteil. Des Weiteren befindet sich in der deutschen Debug-Version von Pokémon Rubin ein frühes Design der Route 104, die lediglich aus Unmengen von Bäumen besteht. Interessanterweise sind drei Eventpunkte auf bestimmten Bäumen eingetragen. Das erste Event enthält den Text "This is a sample message" und ist somit nur ein Platzhalter. Das zweite Event spricht von einer Special Area Churipu. Churipu ist das japanische Wort für Tulpe und die Beschreibung des Events sagt, dass der Spieler zu einer Blumenwiese geführt werden sollte, um dort das Pokémon ... anzutreffen. Eventuell könnte das ja die Idee für das Shaymin-Event in Diamant und Perl gewesen sein, wo man Shaymin auf einer großen Blumenwiese findet. Das dritte Event ist im Gegensatz zu den anderen beiden komplett merkwürdig. Der Spieler sollte ein etwas abgeändertes Team Aqua-Mitglied treffen und je nach Geschlecht sollten verschiedene Dialogboxen auftauchen. Spielt man als Briggs, sagt der Team Aqua-Typ folgendes: "Du willst mich besiegen? Versuch es doch, deine Eier sind eh nicht groß genug." Falls man als Maike spielt, wird der Text aber noch skurriler. "Du hast schlimme Sachen getan. Du hast deine großen Dinger freigesetzt. Jetzt musst du ins Gefängnis." Heißt das, Maike hat irgendwelche Verbrechen begangen, ihre Brüste freigesetzt und muss dafür ins Gefängnis? Das ist zumindest das Sinnvollste, was ich mir zusammenreimen konnte. Weg vom Verrückten hin zu etwas ziemlich Coolem. Ebenfalls in der deutschen Debug-Version vorhanden ist ein Editor, mit dem man die Farbe seiner Pokémon ändern kann. Wer von euch wollte denn nicht schon immer mal ein pinkes Carpador haben? Zu guter Letzt lassen sich in einem Fähigkeiten-Editor